Salve a tutti. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, wann auch immer Sie diesen Film sehen. Mein Name ist Christian Schlegel, es ist der 1. November. Wir haben 17.46 Uhr, wenn ich diesen Film hier anfange. In diesem kleinen Clip geht es um den Freund, den DAX. Bevor ich das mache, folgende Ansage, weil sonst geht es, wenn ich das nach hinten stelle, hinten unter. Ich mache Urlaub. Ich mache 4 Wochen Urlaub. Das habe ich mir verdient. War jetzt doch sehr anstrengend in den letzten Monaten. Anstrengend unter anderem, weil ab Januar das hier anfängt. Das ist eine App, mit der ich zusammenarbeiten werde. Follow My Trader. Auf Facebook wissen das schon diverse Leute, was da passieren wird. Es geht hier um eine App, die kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Es gibt 10 Händler, die mit 10 verschiedenen Strategien in diversen Märkten handeln. Und Sie können dem, wie gesagt, kostenfrei folgen. Das wird im Januar starten. Ist eine Riesengeschichte und da freue ich mich also sehr, sehr drauf. Dafür muss ich fit sein, deswegen nehme ich jetzt 4 Wochen Urlaub und bin Anfang Dezember wieder da. Und jetzt gehen wir in den Markt. Das ist der DAX. Ja, eine Kerze, ein Tag. Ich bin nach wie vor nicht schlüssig, was der Freund hier oben will. Sie sehen jetzt also, die ganze Woche hat er sich hier oben rumgelümmelt. Ab und zu kamen mal so ein paar fast nicht handelbare Bewegungen, so runter sogar bis 12.800. Die ging aber am Tag vorher, hatten wir so einen Mini-Flash-Crash, ja, also wenn man sowas so bezeichnen kann, innerhalb von einer Minute 70 Punkte, war überhaupt nicht wirklich handelbar. Zumindest nicht mit Derivaten. Und dann hatten wir am Donnerstag nochmal so eine Geschichte, schließen aber in der Nähe des Tageshofs. Und heute, hier am Freitag, haben wir das High vom letzten Freitag eingestellt. Mehr machen wir momentan nicht. Als ob der Junge Angst hat vor der 13.000. Ich habe überall nachgelesen, ich habe überall nachgeschaut. Ich habe keinen Grund gefunden, dass die 13.000 eine echte charttechnische Bedeutung hätte. Es ist reine Psychologie. Also für mich ist das nichts anderes als eine Zahl, sodass die Zeitungen da am nächsten Tag schreiben können, und der DAX hat die 13.000 überholt. Das ist aber auch wirklich alles rein von der Technik her. Welcher Art, habe ich keinen Grund gefunden, warum man dem irgendwie eine Bedeutung beimessen sollte. Das Problem von so einem Markt ist, das will ich gleich vorwegnehmen, wenn der Markt immer in der Nähe von solchen Highs handelt und in der Nähe dieser Highs auch schließt, sind die Stops relativ knapp dahinter. Ich kann mir vorstellen, dass da eine ganze Reihe Stops drin liegen bis zum Bereich 13.030 und wehe, die werden für irgendeinen Grund irgendwie geknackt. Dann haben Sie wahrscheinlich eine Bewegung von 130 Punkten, sprich 1% in 2 Minuten, 3 Minuten. Damit muss man rechnen. Deswegen, das werden Sie auch nachher sehen bei dem Put, den ich aussuchen werde, der darf jetzt nicht so eng sein. Da muss man echt ein bisschen aufpassen. Fangen wir mal hier mit allem an. Von den Bändern ist es so, dass der Impuls jetzt hier nachlässt. Das untere Band hat deutlich die Richtung gewechselt und dann liegen wir also hier. Das heißt, von den Bändern her, unabhängig von der Tatsache, dass wir am Jahreshoch liegen, muss ich davon ausgehen, dass wir entweder eine Seitwärtsphase haben oder eine leicht korrektive Phase, durchaus bis in den Bereich der 20-Tage-Linie. Für mich ein sehr wichtiger Punkt im Chart ist diese ganz schwierig zu knackende seinerzeit 12.500. 4-mal waren wir da dran oder 5-mal vielmehr und bevor wir sie gebrochen haben. Das ist jetzt für mich eine ausgezeichnete Unterstützung, die liegt hier. Da werde ich also auch gleich den Call unten drunter aussuchen, etwas unten drunter. Von der Technik her, moderne Sichtweise, sind wir über das MACD leicht negativ, die traditionelle hat noch nichts gemacht. Die Stochastik steht kurz vor einem Verkaufssignal, dem kann ich allerdings noch nicht so viel beimessen. Das heißt, momentan ist der zwar hoch, überkauft, ja, aber signallos. Vor diesem Hintergrund, also die 13.000 nehme ich jetzt nicht ernst, aber zum Beispiel Fibonacci. Wenn ich diese Strecke hier anlege, bis zu 12.500, ist das 150er Fibonacci Level 13.119. Da sind wir ungefähr hier. Und das entspräche ungefähr einer 1%igen Steigerung, wenn hier die Stops rausgenommen werden. Also von daher, ich halte das für absolut möglich, dass hier noch so ein Spike reinkommt. Ein Spike, der durchaus bis 13.120 führen kann. Auf dem würde ich als Long nicht spekulieren. Aber wäre ich hier, würde ich mir auf jeden Fall schon Puts aussuchen, die dahinter liegen und würde die schon hier platzieren.
Also dieser Spike ist durchaus möglich. Andererseits ist eine Korrektur A bis zur 20-Tage-Linie, die steigt momentan natürlich weiter an, die ist im Moment bei 12.639 und wird sich um 27 Punkte pro Tag verändern. Das wäre die erste Korrekturmöglichkeit und die zweite, wesentlich schönere, wäre hier die 12.500. Es ist ganz schwierig, welchen Weg ihr zuerst nimmt. Erstmal ein Spike und dann runter oder erstmal ein bisschen runter und dann nochmal den Versuch. Ich kann das vor dem Hintergrund dieser Technik hier momentan nicht sagen. Mir hilft auch nicht die Wochen- oder die Stunden- oder die 4-Stunden-Technik. Es ist eine ganz schwierige Geschichte momentan. Tatsächlich habe ich aber den Eindruck, dass genau wie letzte Woche, der Markt ist nach wie vor short. Er rechnet eher mit fallenden Kursen und wie gesagt, der Markt macht nie das, was die Masse macht. Ich habe mir mal hier einen Call ausgesucht. Dieser Call liegt unter dieser 12.500 hier. Hier unten drunter. Und zwar ist das eine Basis 12.456. Das ist ein Open-End-Schein von Goldman Sachs. Hat im Moment einen Hebel von 26. Ja, die Kennnummer Gustav Bertha 4 Anton 1K GB4A1K. Das ist für mich die Option meiner Wahl, wenn wir entweder runtergehen und hier mit der 20-Tage-Linie spielen oder wenn wir die Bewegung über die 13.000 machen, wenn sie nicht ganz so schnell ist. Das ist der Call, für den ich mich interessiere. Und den Put, ich hatte es gerade eben erwähnt, 13.119 ist das 150er FIBO-Level. Deswegen, da möchte ich gerne dahinter sein und lande dann hier bei so einem Niveau. Das ist ein Open-End-Schein mit der Basis 13.217. Ich denke, der hat genügend Sicherheitsabstand. Ich glaube nicht, dass der Markt die Reise da hoch macht. 13.217,10 Open-End reduziert also jeden Tag seine Basis. Und das ist die Kennnummer von Goldman Sachs, die GD8 Paula Heinrich Bertha, PHB. GD8 PHB. Ich wünsche Ihnen eine tolle Zeit. Ich melde mich um Nikolaus wieder herum. Und in diesem Sinne alles Gute, happy trading und fette Beute. Bye, bye.